bin 69. Jetzt ist Schluss mit lustig. Zack, diesmal kann ich doch ein bisschen schneller reagieren als ihr. Hui! Den Sprung kann ich immer noch. Ich mal ganz kurz das Schwert raus, nicht dass da irgendwer. Hui! Ich weiß gar nicht, was ihr Leute habt. So, jetzt gehen wir einmal hier so hoch und sind wir dann die Leute los. So, gehen wir mal hier so schön hoch. Ich mach dich gleich platt. Ja, ja, ich bin ja auch schon weg. Zack, guten Tag, ihr lieben Leute. So, anonym. Anonymous. So. Auch die Menge ist weg. Ausrufezeichen. 204.000 Florin. Super, was soll ich damit? Der jüngste Tag, synchronisiert. Jetzt gibt es nur noch eine Erinnerung. Neuer Status inkognito. Ich möchte mich gerne noch vorher beim Kunsthändler umsehen. 9 von 9 Leutnant. Wird das nicht eigentlich L-I-E-U geschrieben? Oder ist das die französische Schreibweise? Gemälde. Nein. Tatsächlich haben wir alle Gemälde. Was ich in diesem Spiel gar nicht gemacht habe, sind Schatzkarten zu kaufen. Weil die nur die Standpunkte von Thronen anzeigen. Aber da man sowieso genug Geld kriegt, war das für uns nie nötig. Ja, gib mir einen Augenblick, ich bin gleich weg. Hui. Oh, du verfolgst mich immer noch. Gut. Dann bin ich jetzt weg. Oh, Leute, lasst mich doch einmal ganz kurz hier in Ruhe. Ich will doch eigentlich nur jetzt in Richtung Wahrheit gehen. Oder, Quatsch, Wahrheit. In Richtung Gedöns gehen. So, im Namen des des Auftrags. Und dort suche ich erstmal einen Heiler. Zack, oh. Da können die Leute übrigens reingeschmissen werden. Wie im ersten Teil eben. Aber das habe ich auch, glaube ich, in diesem Spiel noch nie gemacht. Einmal kurz heilen. So, und jetzt suchen wir nochmal eben ganz kurz den Schmied. Da ich gerne die Kugeln wieder auffüllen möchte, da sie uns ja sehr hilfreich waren. Sehr geholfen haben. Es wird in letzter Zeit immer mehr zum Problem, dass ich nicht richtig sprechen kann. Oh, ist hier das Ende? Nein, hier ist der Fluss. Okay, dann machen wir das mal ein bisschen einfacher und gucken. Da ist einer. Da. Hui. Ja, ja, sei du mal da. Soll ich dich verfolgen? An sich ist es ja unnötig. Nein, nein. Also, ich habe nichts getan. Ja, so viel dazu. Das war ja besonders schwierig. Jetzt können wir uns tatsächlich mal wieder ein Wurfmesser kaufen. Sehr gerne. Zack. Ja, ja. Und jetzt geht es zum finalen Auftrag. Attentat, Gedöns. Ich mag das Wort. Ich glaube, das steht sogar im Duden. Gedöns. Ne, komm, ich geh mal hier so rüber. Besser du stirbst jetzt schnell, Verräter. Ja, genau. Verräter stirbt schnell. So, ich war nur gerade sehr verwundert, dass der Kerl sofort auf mich losgegangen ist. Egal. Warte, die Markierung müssen wir noch eben entfernen, die nervt. Und finale Erinnerung. Ach, hier habe ich mich doch vorher auch mit dem anderen Typen getroffen. Gut gemacht, Ezio. Was passiert jetzt? Aufstand. Schau. Revolution.
solltet eure Häuser reinigen. Euch selbst reinigen. Es gibt Feuer zu schüren. Gebete zu sprechen. Und Buße zu tun. Ihr werdet tun, was ich befehle. Ihr werdet gehorchen. Ha! Geschafft! Findet den Apfel, Ezio! Er kann nicht weit sein! Alle Macht dem Volke, den Edenapfel beschaffen! Na dann mal los! Boah, ist der Kerl schnell! Und Ezio langsam. Entweder die oder die Pistole. Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? Ich kann den ganzen Tag laufen. Die Frage ist nur, wie schnell? So, das war der Kerl. Apfel beschafft. Haha. Alle Macht dem Volke. Synchronisiert. Wir besitzen den Edenapfel. Ach gut, da ist wieder nur ein Maler. Aber ich möchte mal anmerken, wir haben uns da jetzt ziemlich gut durchgefriemelt. Und es scheint sich tatsächlich langsam dem Ende zu nähern, da wir jetzt den Apfel besitzen und ihn nur noch irgendwo hinbringen müssen. Ich weiß leider schon wohin, weil mir das auch schon wieder jemand gespoilert hatte. Nicht in den Kommentaren, sondern von einem von meinen Freunden. Aber das macht gar nichts. Hui! Oh. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Nun gut, dann wollen wir erstmal ganz kurz rüberschwimmen. Naja, aber mir war es auch irgendwie schon klar, dass es irgendwann dahin gehen sollte. Und ihr wisst sicherlich alle auch schon, wo es hingeht, weil ich es sicherlich auch schon gesagt habe. In einer der vorigen Folgen. Obwohl vorig ja auch umgangssprachlich ist, also sollte ich eher vorherig sagen, in einer der vorherigen Folgen. Hui. Denn ich versuche ja hier ein didaktisch sehr hochwertiges Produkt abzuliefern. Ja, wo zur Unterhaltung alles gut sein kann. Ich meine, es dient meiner und eurer Unterhaltung. Ne, komm. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer mache. Ich muss doch jetzt extra zum Schmied wieder laufen, um meine Wurfmesser wieder aufzufüllen. Ja, aber keine Ahnung, warum. Angekommen. Palazzo della Signoria. Gott ist Zeuge dieses Sakrilegs, dass ihr seine Propheten auf diese Art handelt. Frevler, Ketzer, dafür werdet ihr brennen. Hört ihr mich? Ihr werdet brennen. Ich würde eher ihr. Oder du. Savonarola töten, bevor... Ja, ich kann nichts machen. Ich sehe nichts. Dadurch ist er eigentlich noch nicht tot, aber okay. Du bist es. Ich wusste, dass der Tag kommt. Bitte, sei gnädig. So sei es. Geht nun, damit euer Gott euch richten möge. Requiescat in pace. Okay. Auch sein Leid ist beendet. Toll, man musste sich einfach nur durch die Menge durchboxen. Silenzio! Silenzio!
Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe, und sah, wie meine Familie starb. Verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen. Wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich, eigene zu finden. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen. Was immer wir für wahr halten, das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir oder sonst jemandem. Mario! Gesetz der Straße. Synchronisiert. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 13 beendet. Wo bin ich hier gerade? Ach, ich bin in Monte Regioni. Codex-Seiten gefunden. 30 von 30. Warum auch immer du mir das anzeigst. Wahrscheinlich brauche ich sie jetzt. Ich würde mal sagen, wir haben bisher eigentlich alles befragt. Boah, entschuldigt. Puh. Gerade eben was gegessen, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht in der Aufnahme mit drin ist. Das wäre ja schon so ein bisschen proletenhaft und ziemlich dämlich. Naja, ich konnte da leider im Augenblick nichts gegen machen, da ich mit den Händen am Gamepad hänge und mit dem Mund versuche zu reden, während ich das zu unterdrücken versuchte, was leider rauskam, was ich dann hoffentlich vielleicht irgendwie unterdrückt habe. Naja, ich will nicht lange um heißen Brei herumreden. Wir holen uns einfach mal noch das Geld ab, dass wir auch 250.000 haben. Einkünfte nehmen. Oh. Dann haben wir sogar 270.000. Puh. Aber haben wir eigentlich schon alle Gemälde beschafft? Das weiß ich gar nicht. Das müsste ich gleich mal nachgucken. Aber ich möchte erstmal die Federn hier abgeben. Marias Gemach. Hier bewahrt Maria die Federn auf. Plus 170. Wie viele von wie vielen Federn ist das denn? 45 von 100. Das heißt, wir müssen noch 5 Federn finden, um die letzte Waffe zu bekommen. Hier fehlt uns noch ein Gemälde. Ich weiß übrigens, was man bei 100 Federn bekommt. Das fiel mir so zwischendurch mal ein. Da kriegt man einen Umhang. Ich will mal kurz mit ihr reden. Claudia. Willst du das Buch sehen? Sie macht schon seit 20 Jahren nichts anderes. Überblick, Vollendung, 91%. Geschäfte. So, komm, geh mal kurz zur Seite. Danke. Alle Geschäfte, bla. Alle Renovierungen abgeschlossen. Porträts, 8. Alle Federn in die Kiste abgelegt, haben wir leider noch nicht gemacht. Wir haben 24 von 30 Gemälden. Und 21 von 22 Waffen. Das ist so ein bisschen ärgerlich, aber gut. Die letzte Waffe kriegen wir erst. Ja, bis bald. Kriegen wir erst, wenn wir alle Federn haben. Ich wünsche einen guten Tag. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut. Vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant.
Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Codex-Seiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach.